Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich darf heute das erste Mal eine Tastatur auf meinem Kanal checken, und zwar von Urage die Exodus 420 aus dem Hause Hama. Tastaturen begleiten uns von Anbeginn der Computertechnologie. Mit Sicherheit gab es davor noch andere Eingabegeräte, aber ansonsten gilt das zumindest, schätze ich mal, so roundabout seit 30 Jahren als ein Standard-Peripheriegerät neben der Maus. Damals meistens grau, mittlerweile auch in schwarz und weiß und vor allen Dingen in allen anderen Farben verfügbar, aber ich tippe, am meisten gibt es schwarze Tastaturen. Auch in diesem Fall haben wir eine schwarze Tastatur von Urage zur Verfügung gestellt bekommen, um diese einmal zu testen. Neben der Exodus 420 gibt es noch die Exodus 700 und die Exodus 900. Wenn die euch jeweils interessieren, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Dann kann ich mal anfragen, ob ich auch diese testen darf. Neben den Farben gibt es Tastaturen in allen möglichen Varianten. Mit Mauspad, mit Tracking Ball, lediglich ein Numpad oder nur spielrelevanten Tasten gibt es in allen verschiedenen Größen, Farben, Varianten, Sprachen und so weiter und so fort. Und die Exodus 420 ist gemäß dem Standard ausgelegt. Was sie allerdings so besonders macht, ist, dass ihr Gehäuse aus Metall besteht. Wie viele andere Tastaturen hinten auch, hat sie die Möglichkeit, hinten auf Beinchen aufgestellt zu werden, um den optimalen Arbeitswinkel zu erreichen. Durch das Gewicht, durch das Metallgehäuse kann man natürlich emotional und leidenschaftlich spielen, ohne dass die Tastatur beim Gaming davon rutscht. Eine ganz wichtige Rolle spielt hier die RGB-Beleuchtung. Die könnt ihr einstellen über die Funktions- und Nummerntasten in verschiedenen Farben, pulsierend und in verschiedenen Modis. Ganz wichtig, um natürlich dementsprechende FPS beim Gaming zu erreichen. Grüße gehen in dem Fall raus an die kreative Ecke. Vom Design her eigentlich relativ schlicht. Wir haben ein paar markante Zacken im Metallgehäuse und oben rechts weiße Kratzer, die dem Logo entsprechen. Die weißen Kratzer werden mir lieber, wären die ebenfalls schwarz, also sehr puristisch schwarz, wäre mir am liebsten gewesen. Aber in diesem Fall ist das einzige Merkmal, wodurch sie im Grunde genommen auch wirklich auffällt. Ich glaube, jede Tastatur muss man so ein bisschen einarbeiten. Ich habe mit der Tastatur vor allen Dingen gezockt, weil es als Gaming-Tastatur ausgelegt ist. Auch der Björn, ein Kumpel von mir, war da. Der war sehr begeistert. Der spielt auch wesentlich mehr wie ich. Ich bin begrenzt auf COD und GTA 5 zur aktuellen Stunde. Und ich konnte damit sehr gut umgehen, hatte aber das Gefühl, wenn ich noch ein paar Stunden ins Land gehen lasse, dann passt sich die Tastatur auch so ein bisschen, oder ich gewöhne mich an die Tastatur. Ich glaube, das wäre ganz wichtig, dass möglichst viele Anschläge da sind, damit sie auch so läuft, wie ich mir das wünsche. Beim Schreiben und Arbeiten hatte ich allerdings das Problem, dass ich für Sätze gefühlt länger gebraucht habe wie bisher, weil ich im Grunde genommen schmalere Tasten bevorzuge. Deswegen würde ich die Exodus 420 wirklich nur zum Gamen benutzen, nicht zum Arbeiten direkt. Eine Kaufempfehlung gibt es von mir definitiv, denn die Urage Exodus 420 kostet nicht ganz 40 Euro. Ich werde sie euch unten auch nochmal verlinken. Durch das Metallgehäuse wirkt sie extrem hochwertig. Sie ist schön geschnitten. Sie ist als schwarzes Modell schlicht wie viele andere auch. Und für eine Standard-Gaming-Tastatur kann ich keine negativen Punkte an ihr finden. Ja, falls ihr noch Fragen habt zu Exodus 420, schreibt es doch unten in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich über einen Like sehr freuen. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, dürft ihr es auch disliken, wenn ihr möchtet. Ansonsten aktiviert die Glocke für mehr Videos und ich werde jetzt noch ein paar wegbashen.